Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Kau mal hier zu unserem beliebten Format. Ja, oder bäh. Ist, glaube ich, Ja. irgendwie beides nicht so lecker. Tja, vielleicht könnte uns das heute auch passieren. Man weiß es ja im Vorfeld nie, ob es alles gut oder alles schlecht ist. Aber da gucken wir einfach mal, was haben wir denn heute Schönes. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar gibt es heute eine vegane Pralinen-Auswahl, Selektion. Das ist von diesem veganen Sortiment von Lidl, das Memondo. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob es eine Eigenmarke ist, aber es wird nur bei Lidl vertrieben. Also gehe ich eigentlich schon davon aus. Und das fand ich sehr interessant. Deswegen, ja, muss selber nochmal schauen. Es gibt die Sorten Himbeerschoko, Knusper-Nougat-Creme und Salz-Karamell. Klingt interessant, ja. Ja, genau. Also das Dreieck wäre Salz-Karamell. Dann die rote Kugel wäre die Himbeer-Schoko-Praline und Knusper-Nougat-Creme ist dann hier drüben das mit dem kleinen bisschen Knusperstreuselchen Ja. obendrauf. Genau. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze doch mal. Genau. Sehr schön. Ja, also es sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus, würde ich sagen. Hübsch gemacht. Weniger drin, als ich erwartet habe, tatsächlich. Ja, du hast irgendwie recht, aber gleichzeitig für eine Schachtel Pralinen eigentlich auch Ja. okay von der Füllmenge her, muss ich sagen. Ne? Das stimmt. Genau. Und mir fällt auf, Himbeer ist am meisten. Das sind 5 Stücke Himbeer, von Stimmt. allen anderen nur 4. Mich hat irritiert, dass ich hatte irgendwie erwartet, hier sind die Dreiecke dort, die Kreise und in der Mitte die Himbeere. Aber dann waren auf einmal hier auch Knusper-Schoko und Salzkaramell so schon symmetrisch angeordnet, aber das hat mich gerade verwirrt kurz. Ich würde mal sagen, ich fange mal mit Knusperschoko an. Dann nehme ich das gegenüberliegende Knusper-Schoko. Also, wie ihr sehen könnt, ich kann sie nicht vor den schwarzen Karton sonst halten, sonst seht ihr ja gar nichts mehr. Sie ist ein bisschen vollgebröselt. Zeigen wir euch das denn am besten. Hier vor diesem Karton. Genau. Also es hat eine schöne Pralinengröße und es sieht jetzt auch ansprechend aus. Ja, würde ich mal sagen, bald. Bevor uns die Finger schmelzen. Richtig. Also nicht die Finger, die Praline in den Fingern. Einmal die Innenansicht. Erinnert mich geschmacklich an irgendwas. Hat irgendwie auch eine ganz leichte Kaffeenote. Finde ich. Schwer zu sagen. Aber finde ich schon mal ein stabiler Anfang. Die schmeckt aber wie irgend so eine, ich weiß nicht, ob es eine Lindpraline ist oder sowas, da gibt es was, das schmeckt sehr ähnlich. Und ich glaube, das könnte sogar sein, dass das diese Kaffeepraline ist. Ich glaube, die ist so leicht oval gemacht und hat so Sprenkeln dann drüber. Also ähnlich wie das Dreieck, aber in so leicht oval gemacht. Und ich glaube, das ist so Kaffeecreme oder sowas sogar. So ähnlich schmeckt die jetzt tatsächlich. Ist möglich. Aber gut. Ja, dann ist deine Wahl Himbeer zuerst, oder? Nee, wir tasten uns vom Rand her vor. Ich nehme Okay. jetzt mal eine von der Seite. Dann nehme ich hier die gegenüberliegende auch. Hätten wir also hier Ich lasse ihn mal noch, einmal bevor ich schieße. dreieckig Salzkaramell. Da bin ich ja jetzt wieder sehr gespannt. Ach so. Halt. Ich habe es schon aufgegessen. Weich. Das sieht man jetzt wahrscheinlich sehr schlecht. Es hat halt innen so eine cremige Füllung. Also es ist nicht so karamellig hell, wie es hier abgebildet ist. Ach so, nee, das ist ja auch die andere Praline. Die sah aber so auch nicht aus wie auf der Schachtel außen drauf innen drin. Aber lecker, aber nicht salzig. Ja, das ist definitiv die Salzkaramell. Steht übrigens hinten auch sogar drauf, wie viel von jedem drin ist. Auch lieblich. Macht auch nicht jeder. Da steht da vorne drauf 13 Stück.
Dann weißt du 162,5. definitiv eineres im Nachteil. Ja, auch stabil. Ich würde sagen, dann bleibt ja nur noch eins übrig. Ja. Also es ist eine leckere Karamellpraline, definitiv. Aber bei Salzkaramell erwarte ich halt immer, dass man so ein bisschen eine leicht salzige Note rausschmeckt. Ja. Meistens wird es komplett versemmelt. Es schmeckt dann einfach nur noch Karamell. Richtig. Überhaupt nicht salzig. Und wenn es ganz blöd läuft, schmeckt es nicht mal noch Karamell, sondern wie irgendwas Angebranntes. Mhm. Das ist zum Beispiel irgendwo als so... Ja, hier kann man ja wirklich Karamell reinmachen, aber wenn es irgendwo als zusätzliche Geschmacksnote dabei ist, habe ich auch schon gedacht, manchmal ist es einfach angekugelt. Das ist natürlich, ja. Oh, die fühlen sich sehr hart an. Ja. Riecht schon so ein bisschen nach Himbeeren. Ist also vermutlicherweise in Himbeerpulver gewälzt worden, würde ich schätzen. Etwas unrund. Aber innen auch flüssig. Also sehr weich, sagen wir mal so. Aber auch wieder aus so einer Schokomasse bestehend, würde ich sagen. Also man sieht es auch hier nicht, weil es ist auch sehr dunkel. Und eben diese Himbeermasse noch so drin. Ist halt ein harter Schokoladenmantel. Außenrum das Himbeergesprenkel und in der Mitte der weiche Kern. So. Ja. Kommen wir mal zu den inneren Werten. Also, wir haben hier ja höchstwahrscheinlich, es steht nicht drauf, aber das wird alles Zartbitterschokolade sein. Das kann ja keine Vollmilch sein, sonst wäre ja Milch dran. Oder es hätte Haferdrink reingemüsst oder sowas. Aber ich glaube, es war schon zartbitter eher. Genau. Wir haben einen Zutaten Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Kokosfett. Feuchthaltemittel ist Sorbitsirup. Dann wäre noch Kokosmilch mit drin. Okay. Haselnüsse, Glukosesirup. Haselnüsse sind 2,6% im Übrigen. Glukosesirup, Maltodextrin, Johannisbeerfruchtpulver. Das wird wahrscheinlich an der Himbeerpraline mit dran sein, was ein bisschen beschiss ist, aber okay, schmeckt halt noch ein wenig fruchtiger wahrscheinlich. Ja. Apfelpüree. Okay. Dann als Emulgator ist Sojalecithin verwendet. Invertzuckersirup. 0,2% Karamellzuckersirup. Also es ist die Füllung von der Salzkaramellpraline wahrscheinlich auch hauptsächlich auf Kakao, Butter vielleicht auch und vielleicht auch auf der Kokosmilch, dass es ein bisschen cremiger wird. Ja. Und nur wenig Karamellzuckersirup. 0,2% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat. Natürliches Aroma, wo auch immer, wahrscheinlich in allen. 0,07% Meersalz. Also das ist wirklich nur mal dran vorbeigetragen worden. Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Zitronensäure. Und dann natürliches Vanillearoma und natürliches Himbeeraroma. Okay. Die Konfiserie Wiebold ist es. Die machen, glaube ich, sogar recht gute Pralinen. Also Wiebold ist mir schon im Pralinen-Zusammenhang irgendwie ein Name. Und die machen das jetzt auch hier. Steht hinten drauf, Wiebold Konfiserie aus Elmshorn. Und sie sind auch glutenfrei, die Pralinchen. Und Fairtrade. Und klimaneutral. Also ich sag mal so, die können da quasi wirklich bedenkenlos kaufen. Sie sind, es ist gar nichts drin. Ich bleib heute mal ruhig. Es ist gar nichts drin. Aber heute es ist nicht mal Palmöl drin. Ich bleib heute mal ruhig, was diese schönen Marketing-Themen betrifft. Ja, also es ist alles relativ zu sehen. Ich finde es immer interessant, einfach mal zu kosten. Ganz viele Produkte sind ja auch, wenn du jetzt eine Zartbitterpraline kaufst, eben beispielsweise mit so einer Karamellfüllung. Na gut, Karamell, da brauchst du auch Butter dazu, das wäre dann nicht vegan. Aber wenn du jetzt so eine Zartbitterpraline mit einer Zartbitterfruchtfüllung hast, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass die sowieso schon vegan ist. Also ich schätze mal, das sind hier alles drei Pralinen, die vielleicht regulär sowieso im Sortiment haben. Mhm. Nur steht es halt nicht immer auf den Pralinenschachteln drauf, dass da eine vegane Praline drin ist. Und hier sind die wahrscheinlich einfach in vegan alle drei zusammen in eine Packung gepackt worden. Also, weil Wiebold macht, wie gesagt, Pralinen. Und
wären ja schön blöd, wenn sie jetzt auf einmal anfangen, ihre kompletten Rezepturen umzustellen. Ja. Ich denke, die gibt es bestimmt auch in anderen Formen. Das stimmt. Genau. Was sagst du denn jetzt geschmacklich? Also geschmacklich kann man absolut nichts sagen. Es ist besser als erwartet. Ne? Also man denkt ja immer, gerade als großer Skeptiker dieser ganzen Sache, dass das halt alles dann eher fad schmeckt oder was weiß ich was. Aber für das, was sie sein wollen, gut. An manchen Stellen, gerade wie du es schon gesagt hast, bei der Karamell, hätte man doch noch ein bisschen was rausholen können geschmacklich. Deswegen, es ist weder eine sehr gute noch eine schlechte Praline. Da aber so Schokoladenpralinchen immer gut sind für mich, würde ich dem eine stabile 3,5 geben. Und auf jeden Fall ein Ja von mir. Okay. Also ich mache jetzt auch keine Abstufungen zwischen denen. Persönlich vom Geschmack her schon die Karamell war schon am besten. Aber das Himbeer war auch gut und das andere Nuss-Crunch-Gedöns auch vollkommen okay. Deswegen sind die für mich alle auf einem Level. Also ich finde sie auch alle drei persönlich gesorgt für die Sorten, die sie halt sind, auf einem Level angebracht. Also es sind alle drei sehr lecker. Bei der Karamellpraline hätte ich mir eben gewünscht, noch ein bisschen diesen Salzkaramellcharakter besser rauszuholen, ein bisschen salziger. Die Fruchtpraline ist richtig schön fruchtig. Die Nougat-Creme, ich musste gerade noch mal gucken, was das eigentlich für eine Variante war, Knusper-Nougat-Creme. Genau. Ist auch sehr lecker, ist wirklich schön schokoladig, hat eben irgendwie seltsamerweise so eine leichte Kaffeenote, aber vielleicht bilden wir uns das auch mal ein. Aber es sind alles drei sehr leckere Pralinen. Ich persönlich esse halt auch gern Vollmilchschokolade beziehungsweise auch weiße Schokolade. Mhm. Das ist jetzt eben hier so ein bisschen das Problem. Wobei weiße Schokolade, doch, da ist Schauchmilch mit drin. Aber könnte man ja vielleicht mit Haferdrink oder so machen. Also es ist halt wirklich was für denjenigen, der eben auch gern Zartbitterschokolade isst. Da sind die, glaube ich, wirklich gut und vom Gesamtprodukt her toll. Wenn man jetzt lieber Vollmilch und weiße Schokolade isst, dann muss man halt ein bisschen was abziehen. Also ich würde jetzt auch, ich würde auch eine 3,5 geben. Eine 4 ist es irgendwie auch nicht so ganz. Eine 3,5 passt eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Und fürs Gesamtkonzept würde ich aber eine 4 geben. Okay. Klingt doch nach einem stabilen Urteil. Genau. Ja, dann lasst uns gerne mal wissen, was ihr vielleicht auch zu solchen veganen Schokoladen wisst schon, was ihr vielleicht auch schon probiert habt. Und ob euch das geschmeckt hat auch, natürlich. Richtig. Das ist die Frage. Dann würde ich sagen, wenn ihr nicht vergesst, ein Abo dazulassen und das Däumchen zu geben. Und kommentieren. Aber das hast du ja gerade schon gesagt. Richtig, aber doppelt hält besser. Richtig. Dann sehen wir uns definitiv in einer der nächsten Folgen wieder. Ne? Ganz genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.